Hallo ihr lieben Duftnasen da draußen. Ich habe Post bekommen und zwar richtig, richtig tolle Post und ich freue mich und ich freue mich immer noch, obwohl das Paket schon seit einigen Tagen hier ist und ich bin immer noch aufgeregt deswegen. Es ist nämlich ein wunderschönes Ü-Paket von der lieben Jessica und das möchte ich euch zeigen. Also erstmal war da was zum Naschen drin, zum Naschen für Erwachsene. Edle Tropfen in Nuss, kennt ihr sicher alle. Diesmal aber als Aperitivo Italiano-Version. Guckt mal. Da ist dann Spritz, Limoncello, Negroni und Rosato Tonic in den Pralinen. Werde ich mir aufheben, weil solche Alkoholpralinen essen wir nicht täglich, sondern nur zu besonderen Anlässen. Weihnachten, Silvester, Ostern, Geburtstage, sowas. Ja, und da bietet sich ja Weihnachten bald an, ne? Dafür werde ich mir die aufheben. Und es gab auch einen Tee. Ich denke, dass er sehr lecker sein wird. Poca Peace, Momente der Friedlichkeit mit grüner Minze. Und ich liebe Minztee. Ashwagandha und Hanfsamenöl. Also den Tee selber kenne ich nicht, aber ich mag Minztees und hier ist Minze drin. Deswegen denke ich, dass ich den auch mögen werde. Ja, und dann waren da ein Paket und eine Tasche drin. Diese Tasche wurde mir im Vorfeld angekündigt, also ich wusste, dass dieses Ü-Paket kommt. Moment, ich muss mich mal ein bisschen bequemer setzen. Und da kann ich euch den Inhalt auch noch gar nicht zeigen, denn das hier ist der Eisflower Adventskalender. Nun, da ist so eine, ich habe sie jetzt noch nicht aufgehangen, ne? So eine Lichterkette mit Sternen drin, mit Batteriebetrieb. Muss ich noch aufhängen. Und dann hier so lauter Säckchen. Das Besondere an dem Adventskalender ist, es gibt nur jeden zweiten Tag ein Säckchen. Klingt jetzt erstmal, ist ja nur ein halber Adventskalender. Aber, also ich habe natürlich in die Säckchen noch nicht reingeguckt, ich will mich ja nicht spoilern. Aber was ich fühle, das sind richtig große Düftelportionen und nicht so kleine Testerli-Portionen, wisst ihr? Und dafür aber dann halt jeden zweiten Tag, aber eine richtige Portion. Finde ich ehrlich gesagt super. Ich freue mich darauf, am 2. Dezember darf ich das erste Säckchen öffnen. Was dann im Kalender war, seht ihr im Aufgebrauch Dezember. Wie gesagt, ich möchte mich selbst nicht spoilern, deswegen gucke ich noch nicht da rein. Was mir nicht angekündigt war, war das hier. Und das ist von der Wachsmacherei die Cold Days Box. Und Leute, was soll ich sagen? Die Düfte sind fantastisch. Dani hat sich selbst übertroffen, ernsthaft. So, jetzt muss ich gucken, wie ich das zeige. Ich habe nämlich ein paar schon angebrochen. Das Paket ist, wie gesagt, ein paar Tage hier. Und diese Cold Days Box kam irgendwie sehr günstig. Also es sind vor allem Herbst- und Winterdüfte. Und ich hatte keine Herbstdüfte mehr. Also schon noch Herbstdüfte, aber nur für den hellen, sonnigen Herbst. Und jetzt dieses kalte, meist nasse im November. Irgendwie passte es nicht mehr. Und ich hatte da auch nicht mehr genug. Und dann kam die Box wie gelegen und ich habe schon einige Sachen angetestet. Wie zum Beispiel hier den Cider Lane. Da ist drinnen heißer Apfelwein, karamellisierte rote Äpfel, Bourbon, Vanille, Zimt und Zucker. Das war ein recht langes Melt. Ich hatte, wie gesagt, schon einiges davon in der Lampe. Und das riecht so wunderschön nach rotem Apfel. Die Gewürze sind nur ganz dezent. Also der Duft wäre auch was für so Herbstduftanfänger, die sich noch nicht so an die Gewürze rantrauen. Sie sind da, aber sie sind echt ganz mild. Der schöne rote Apfel steht im Vordergrund. Mag ich. Mag ich sehr. Cider Lane gefällt mir schon mal. Und dann habe ich hier Crunchy Leaves. Der soll eigentlich noch heute in die Lampe. Da ist drin buntes Laub, Kardamomsamen, Zitrusfrüchte, Lorbeere, Nelkenblätter, warme Vanille, Bernsteinblüten, helle Hölzer und Sonnenschein. Wie man auch immer Sonnenschein in einen Duft bekommt.
Und das Melz selber schaut so aus. Das ist auch eine ordentliche Portion. Und das riecht schon nach einem vollen Leaves-Duft, aber mit weniger Zimt, dafür mehr Kardamom. Wodurch er ein bisschen herber riecht als die meisten vollen Leaves-Düfte, die ich so kenne. Er heißt ja Crunchy Leaves, aber der gefällt mir. Ich mag so Leaves-Düfte im Herbst sehr gerne. Ja, wie gesagt, den wollte ich eigentlich noch heute Nachmittag, Abend. Also wir haben jetzt schon frühen Nachmittag und ich wollte ihn am späteren Nachmittag zum frühen Abend hin in die Lampe packen. Eine Überraschung, weil mir dieser Duft tatsächlich gefällt, ist Pumpkin Season. Warum gefällt er mir? Ich komme erstmal zum Duft. Weil der unheimlich nussig ist, nur ganz minimal die Pumpkin-Note hat und so ein bisschen gebäckig, und das ist lecker. In Pumpkin Season ist Kürbiskuchen, also kein richtiger Kürbis, sondern nur Kuchen, Pekannüsse, die riecht man richtig doll, dann zum Versüßen Marshmallows, Vanillecreme, Puderzucker, Schlagsahne und Sahnekaramell. Ich bin keine Maginase. Und ich behaupte auch, dass dieses Sahne-Karamell kein Magie-Duft ist. Den Duft hatte ich auch schon warm. Es war einmal ein Kürbis, jetzt ist es nur noch so was Halbes. Und ich finde den auch warm schön. Aber wie gesagt, er riecht für mich nur minimals nach Pumpkin. Es ist mehr dieses Pekannuss, dieses Süße von Marshmallow, Vanille, Puderzucker, Schlagsahne. Und was ganz leicht Foodiges von dem Kuchen. Mag ich. Sehr überraschend. Ist aber auch, wie gesagt, kein klassischer Pumpkin-Duft. So, jetzt habe ich hier einige Sachen schon. Ihr wisst ja, oder wer meine Videos länger guckt, kennt meinen Tick, dass ich Sachen immer doppelt verpacke. Hat damit zu tun, dass ich ganz am Anfang das nicht gemacht habe und dann Düfte sich mit anderen überlagert haben. Das heißt, Düfte, die es nicht sollten, haben zum Beispiel nach Zimt gerochen. Oder nach Minze. Und dann habe ich mir angewöhnt, immer eine zweite Tüte drum zu machen. Und das schützt meine Düfte, da fühle ich mich wohl mit. Genau. Der nächste Duft, jetzt muss ich ihn erstmal auspacken. Und der hat mich auch sehr überrascht. Banana Zucchini Bread. Ich liebe Zucchini Bread. Bananendüfte gehen bei mir, aber ich bin nicht der Bananenduft-Fan. Deswegen ist das auch sehr selten, dass ich mal was Bananiges in der Lampe habe. Geht, wie gesagt, schon mal. Aber, boah, der riecht schon, obwohl der noch eingepackt ist. Aber Banane und Zucchini Bread passt richtig toll zusammen. Also drinnen ist erstmal Gartenzucchini, Kuchenteig, Gewürze. Was steht da? Blanchierte Mandeln. Vanillezucker, gemahlene Nüsse und Bananencreme. Die Mandeln rieche ich kalt gar nicht. Verrate ich schon mal. Dann habe ich hier so zwei Kugelhupfformen bekommen. Und das riecht so geil. Es riecht nach klassischem Zucchini Bread. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie Zucchini Bread riecht. Ein wunderschöner Gewürzkuchen im Grunde. Und dazu wie so eine matschige, überreife Banane. Und das riecht toll zusammen. Das riecht richtig toll zusammen. Ich hoffe, dass der warm auch so schön ist, wie er kalt riecht. Das ist, war für mich direkt ein Highlight beim Auspacken. Also, oh, wie gesagt, kalt riechen die aber alle gut. Mir gefallen kalt sogar die Düfte in dieser Box, die von der Duftbeschreibung her nicht ganz so meins gewesen wären. Da kommen wir gleich zu. Und ich finde die alle toll und ich finde, Dani hat sich wirklich selbst übertroffen. Black Cherry Chai Tea. Da ist drin Ceylon-Tee, Schwarzkirsche, Apfel, Gewürze und gezuckerte Milch und auch
Den hatte ich schon in der Lampe. Und das riecht wirklich nach Kirsche und es hat diese Chai-Gewürze, diese typischen. Ich finde allerdings, dass der sehr mild in der Lampe ist. Das heißt, auch hier gilt wieder, das ist ein Duft für Gewürzanfänger, die das mal testen wollen, so im Herbst, aber Angst haben vor der vollen Gewürzdröhnung. Hier ist es die wirklich nur angehauchte Gewürze und der ist ganz mild und sanft und trotzdem sehr schön und gefällt mir. Moment, ich packe den nächsten direkt aus. Das ist A Chocolate Amber. Und ich hatte ja schon einmal einen Schokoladenamberduft, aber auch Honig mit drin und ich glaube ein bisschen Sandelholz. Und das war ein wunderschöner, parfümiger Duft, wo man die Schokoladennote gar nicht wahrnimmt. So ein typischer Gourmand-Parfümduft. Und es gab auch mal einen von Glade. Sorry, Franka, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Sie hat es mir beim letzten Mal in die Kommentare geschrieben. Ich habe es wieder vergessen. Der ebenfalls so roch. Und der hier geht wohl auch in diese Richtung. Seidige Vanille, Bernstein, Jasmin, Veilchen, Tonkabohne, Sandelholz, Patchouli, Waldbeere, Zitrusfrüchte und Milchschokolade. Also der hat noch ein paar andere Bestandteile als diese beiden Düfte, von denen ich eben aufgezählt habe. Aber es geht in eine ähnliche Richtung, weil in allen ist Schokolade, Amber, Sandelholz. Und ja. Und das ist hier so eine schöne kleine Mini-Tafel. Und sie riecht parfümig. Und das gefällt mir. Er ist nicht so seidig wie der amerikanische, den ich damals hatte. Damals war ja noch in diesem Jahr. Aber der ist schön. Der hat so was herrlich Parfümiges. Gefällt mir. Ich hebe ihn mir noch ein bisschen auf. Ja. Aber er gefällt mir sehr, sehr gut. Chocolate Amber. Ja. Wie gesagt, ich mag diese Düfte alle. So, Moment. Ich muss mal gerade die Goodies auf Seite packen. Die zeige ich euch am Schluss. Dann habe ich hier Lemon Pistachio Meringue Cake. Der sieht dann so aus, in so einem Grün. Und sogar zweifarbig, ich weiß nicht, sieht man das oben ein helles und unten ein dunkleres Grün? Ja, ich glaube, dass man das erkennen kann, oder? Und der riecht nach Pistazie. Ja. Da ist drin Pistaziencreme, Schlagsahne, Biskuitteig, Zitronenbaiser und Vanillezucker. Den Zitronenbaiser, ja, wenn man es weiß vielleicht, aber sonst würde ich sagen, man nimmt den kalt nicht so wahr. Kommt bestimmt warm, aber die Pistazie riecht ganz minimal marzipanig. Könnte im Warmzustand aber noch marzipaniger werden. Vielleicht aber auch nussiger, wir werden sehen. Aber an sich gefällt mir das. Ich mag Pistaziendüfte gerne. Und der ist süßlich und ein bisschen kuchig. Und ich denke, dass der hier mir auch gefallen wird. Genau. Der nächste ist Brown Sugar Bubble Tea. Da ist drinnen brauner Rohrzucker, Karamellsoße, es ist kein Maggi-Duft, behaupte ich, schwarzer Tee, Vanillezucker und Mandelmilch. Und dann diese Form, so schaut das Ganze aus. Und man riecht unglaublich den schwarzen Tee und so ein bisschen was Milchiges. Den Zucker oder die Karamellsoße nehme ich jetzt gar nicht wahr. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Maggi-Stinker ist, weil das für mich ein sehr angenehmer Schwarzteeduft ist. Mit einer leicht milchigen Unternote. Und ich denke, dass Zucker und Karamellsoße lediglich für so einen Hauch Süße sorgen.
Riecht gut. Der ist so richtig was für Schmuddeltage, wie sie jetzt auch im November sind. Und man einfach nur zu Hause sich mit der Lieblingsdecke auf die Couch kuschelt, entweder einen schönen Film guckt oder ein Buch liest, einen Tee oder heißen Kakao dazu und dann sowas in die Duftlampe. Passt schon. Ja. Dann gehen wir mal in was Winterliches rein. Nämlich der Winter Candy. Hohoho. Der riecht mir schon entgegen. Da ist drinnen Zitronendrops, Orangenzucker, Pfefferminzstangen, Marzipan, Eukalyptus und Vanille. Und ihr seht schon am Bild, da lässt es sich schon erahnen, dass die Pfefferminzstangen sehr im Vordergrund stehen. Dann habe ich zwei solche Melts bekommen, einmal in Rot und das zweite ist in Grün. Und man riecht die Minze, diese zuckrige Minze. Ich behaupte aber auch, dass man die Zitronendrops rausriecht. Und das gibt dem Ganzen noch mehr Frische und das riecht lecker. Ihr müsst natürlich Minze mögen und ein bisschen Zitrone. Aber dann ist das ein richtig schöner Duft und ja, ich freue mich drauf, den zu testen. Eigentlich freue ich mich bei allen drauf, die zu testen. Denn ich finde diese Box wirklich ganz gelungen. Dann habe ich hier Blackberry Jam und Sugar Milk für die Süßmäulchen. Klingt schon süß und er ist es auch. Da ist drin Brombeermarmelade, Kondensmilch, Vanillesahne, kandierter Ingwer, Pflaume und Milchschaum. Er sieht so aus. Ist ganz hübsch. Und er riecht sehr süß und er hat dieses Fruchtige von der Pflaume und erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus einem Hubba Bubba Kaugummi und Quench, dieses Getränkepulver. Sehr süß, quietschig, ein bisschen künstlich, aber total lecker. Ich glaube, dass der allen Süßmäulchen gefallen wird. Ihr müsst halt nur Brombeermarmelade mögen, Pflaume und dieses extrem Süße. Aber auch der ist wunderschön. Winterduft kommt jetzt, nämlich Knitted Sweaters, also ein schöner Winterkuschelduft mit Kaschmirwolle, Vanille, Mandelmilch, Salbeiblüten, Bernsteinblüten, Sandelholz und Patchouli. Das Ganze kommt in der Form eines Winterpullovers daher, wo drin sieht man das, dass da so ein Schneemann drauf ist? Das ist total süß. Und das ist einfach so ein Kuschelduft. Ein frischer Duft, aber nicht kalt, sondern kuschelig. Der gefällt mir sehr. Ja. Gefällt mir sehr. Aber ich denke, dass ich mit denen noch aufheben werde bis in den Januar. Denn auch wenn ich mir einbilde, dass es jetzt schon sehr kalt ist, ich weiß natürlich, dass der Höhepunkt des Winters erst im Januar, Februar kommt. Und im Normalfall ist es dann richtig, richtig kalt. Und den möchte ich mir aufheben für Tage, wo es richtig, richtig, richtig kalt ist. So, vielleicht Minusgrade sind oder, ja, schneien tut es hier sehr selten, aber vielleicht auch mal mit ein bisschen Schnee oder so. Und wir sind noch in den Plusgraden. Es ist zwar kalt, aber wir sind noch in den Plusgraden. Der nächste Duft ist Mondscheinblüten. Da ist drinnen Mondschein, Jasmin, Maiglöckchen, weißes Steinkraut, Kaschmir, französische Vanille, Sandelholz und Bernstein. Schaut so aus. Und mit so einer Blütenform. Total schön.
Und der, finde ich, hat auch was Kuscheliges, aber anders als eben dieser Knitted, wie hieß er, Knitted Sweaters. Der ist schon floral angehaucht, also ihr merkt schon, dass da Blüten drin sind. Ist aber trotzdem sowas kuschelig Warmes. Also das ist für mich auch so ein Winterduft, wenn es ein bisschen kälter ist. Einfach so ein Duft, wo man zu Hause ist und sich freut, dass man vielleicht nicht raus in die Kälte muss. Vielleicht für so ein schönes, faules Wochenende. Mondscheinblüten. Wie gesagt, auch sehr, sehr kuschelig. So. Der nächste ist Kopf in den Wolken. Da ist drinnen Lavendelknospen, Lotusblüte, Morgentau, Marshmallows und Himbeerzucker. Und ihr wisst, ich liebe Lavendeldüfte. Da ist so eine schöne Wolke. Zweifarbig, in lila-weiß. Und das ist ein richtig toller Lavendelduft. Die Lavendel steht noch nicht mal im Vordergrund. Sie ist da, aber es ist wirklich so eine Mischung aus der Lotusblüte, den Marshmallows, was das Ganze süß macht. Ich bilde mir auch ein, diese leicht fruchtige Note vom Himbeerzucker zu riechen. Es ist ein wunderschöner Schlafzimmer-Kuschelduft. Gefällt mir sehr gut. Da freue ich mich auch schon so drauf. Am besten so an so einem Tag, wo man eh gerade die Bettwäsche frisch macht und dann abends vorm Schlafengehen auch nochmal duscht oder badet und ja, dann ins frisch bezogene Bett und der Raum riecht hier nach. Stelle ich mir schon total schön vor. So, jetzt werde ich einmal die Kamera neu starten. Und weiter geht es. Da kommen nämlich noch ein paar Düfte. Also, Dani hat da schon einige reingemacht. Just One More Chapter. Moment, ich muss erst mal aufmachen. Das ist so ein Riegel, ne? So ein Snapper. Da ist drin Kaschmir, goldene Amber, Vanillemoschus, Mandelcreme, Zuckerrohr und Sandelholz. Schaut so aus. Und das ist ein total schöner, parfümiger Duft. Und das Verrückte ist, dass man die Mandelcreme gut riecht. Die Mandel riecht auch nach Mandel, nicht nach Marzipan für meine Nase. Ansonsten ist das so pudrig, leicht parfümig, so ein Kuschelduft. Also man merkt, dass da auch Kaschmir drinnen ist. Ja. Durch Sandelholz und Amber wird es aber leicht parfümig und der Vanillemoschus. Und es ist einfach ein schöner, pudriger, leicht parfümiger Kuschelduft mit einem Hauch Mandelnote. Auch den finde ich super schön. Irgendwie sitze ich hier komisch. Ah, ich glaube, mein Fuß schläft ein. Der nächste Duft, vom Namen her dachte ich, das ist überhaupt nichts für mich. Ich finde den aber kalt gar nicht schlecht. Ich muss mal schauen, wie es warm ist. Nämlich die Schwarzwälder Kirschtorte. Und das Ding ist, ihr kennt alle Schwarzwälder Kirschtorte, denn da ist ein Schokokuchen mit drin. Also da ist ein Belag Schoko. Und ich bin nicht so der Schokodüftler. Hier ist drin Biskuitteig, Sahne, Schokosplitter, Kakaocreme, Kirschlikör, Vanillezucker und Sauerkirschen. Also all das, was eben in der Schwarzwälder Kirschtorte ist. Optisch wirklich sehr schön geworden. Guckt mal, mit einer Kirsche und den Schokosplittern. Total hübsch. Das riecht lecker. Natürlich ist da die Schokonote drin. Aber es riecht für mich jetzt erstmal so, wie eine Schwarzwälder Kirsch schmeckt. Und wenn der sich warm jetzt nicht ins Negative wandelt, dass die Schokonote irgendwie ranzig wird oder bitter wird, dann werde ich den tatsächlich
trotz Schokonote mögen. Ja, ich finde den wirklich nicht schlecht. Der gefällt mir kalt. Ich hoffe, dass der auch warm so schön ist. Der gefällt mir kalt richtig gut. Dann habe ich Lavender Cardamom Cookie. Ruhig nicht abgehen. Lavender Cardamom Cookies. Sieht man wahrscheinlich kaum. Das ist ein sehr helles Label. Lavendelknospen, Vanilleglasur, Keksteig, Kardamomsamen und Vollmilch. Das Ding ist, ich tue mich manchmal mit Kardamom sehr schwer, wenn man es zu stark rausriecht. Und man riecht es schon sehr stark raus. Also es riecht sehr stark nach Lavendel und sehr stark nach Kardamom. Eine Mischung, die ich so aber noch nie hatte. Da ich Lavendeldüfte liebe, werde ich dem warmen eine Chance geben. Er riecht ja auch nicht ekelig kalt. Er riecht kalt ja trotzdem gut. Ich habe nur Angst, dass der Kardamom im Warmzustand stärker wird. So. Sollte die Kardamomnote im Warmzustand so bleiben wie jetzt hier kalt, geht der für mich komplett in Ordnung. Wirklich. Dann passt das. November Linen. Eigentlich ein Novemberduft, aber ich habe so viele Düfte jetzt, dass ich nicht weiß, ob der noch im November drankommt. Ich glaube, der geht auch im Dezember und Januar ganz gut. Es ist ein Wäscheduft, das ahnt man wohl schon. Baumwolle, Ozonluft, Bernstein, Sandelholz, Zeder und Vanilleblume. Er hat auch diese Baumwollnote, mit der ich mich sehr oft schwer tue. Aber durch Bernstein, Sandelholz, Vanilleblume ist das alles sehr abgemildert. Und ich glaube, dass das so als frische Wäscheduft im Schlafzimmer funktionieren kann. Selbst für mich. Es ist einfach nur so ein Snapper. Also es ist natürlich ein Baumwollduft, aber viel sanfter und viel weicher und nichts Beißendes, Stechendes. Ich denke wirklich durch Bernstein, Sandelholz, Vanilleblume. Und den finde ich kalt auch eigentlich ganz schön. Also wie gesagt, es hat mich kalt tatsächlich keiner abgeschreckt. Vom Namen her einige, aber vom Geruch her ist das bis jetzt richtig gut. So, Moment, ich räume mal einen Teil der Box wieder ein, sonst habe ich hier gleich keinen Platz mehr. Dann haben wir hier, na, erstmal ausgepackt bekommen, Marshmallow Pine. Da ist drinnen Tannennadeln, Orangenschale, Marshmallows, Buttercreme, Kiefernzapfen, Gewürze, Puderzucker und Keksteig. Und das sind vier so Stäbchen, zwei in weiß, zwei in braun. So diese Foodie-Note vom Keksteig oder so rieche ich kalt jetzt gar nicht. Vielleicht kommt die warm, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich so ein Nadelduft, Nadelbaum, der aber unheimlich süß ist durch die Marshmallow-Note. Habe ich so auch noch nicht gerochen. Finde ich aber überraschend gut. Auf die Mischung wäre ich nie gekommen. Das ist Nadelbaum mit Marshmallow tatsächlich. Also wenn ihr dieses süße Marshmallow-artige mögt und Nadelbaumdüfte, er riecht schon sehr nach Pinie, kann man, glaube ich, gut machen. Also gefällt mir doch. Bin gespannt, wann ich die alle andüfteln werde. Also einige habe ich ja schon angedüftet. Ne? So, noch zwei reguläre Düfte und vier Goodies. Pink Peppermint Snowflakes. Wahrscheinlich sieht man das auch sehr schlecht hier in dem Licht. Tut mir leid. Da ist drin Pfefferminzbonbons, rosa Zuckerfäden, Vanillesahne, Puderzucker, Marshmallows und Himbeere.
Und das ist ein riesiger Schneeflockenmet. Also der ist wirklich groß, also so fast Handteller groß und auch sehr dick. Also nun, das ist dicker als mein Daumen. Und das riecht nach süßer Pfefferminze. Und vielleicht ist es diese Farbe hier, das Rosa, und weil er auch hier irgendwo rosa kam, ne? Rosa Zuckerfäden. Er riecht, es klingt voll doof, er riecht rosa. Ihr wisst, was ich meine, oder? Kennt ihr diese rosa und weißen Pfefferminz-Drops, wo in der Mitte Schokolade ist? Außen Minze, innen Schokolade. So riecht das nur ohne Schokoladennote. Voll lecker. Eine schöne, süße Pfefferminze. Ja. Pink Peppermint Snowflakes. Super schön. So, erstmal wieder verpacken. Und als letztes habe ich den Black Lace and Vanilla Cashmere. Das ist so ein Vierer-Klemmi. Da ist dran Kaschmir, Vanilleblume, schwarze Spitze, Orchidee, Bernstein, Vanillemoschus und weiße Blüten. Komm raus. So schaut das aus. Und das riecht wie eine kuschelige, super schöne, aber leicht mysteriöse Vanille. Voll schön. Ich weiß nicht, ob es diese schwarze Spitze ist, die dieses, es hat so was Mystisches irgendwie. Was Dunkles, ohne dass der Duft dunkel wird. Das ist einfach so eine schöne, kuschelige Vanille. Und auch keine Foodie-Vanille, sondern eher so eine leicht parfümige Vanille. Dieses kuschelige, klar, kommt vom Kaschmir. Oh Gott, ist das schön. Wunderschön. So, und dazu gab es dann noch, hoch nicht vier, sondern 5 Goodies. Allerdings waren das alles hier so Mystery-Goodies. Und deswegen werde ich die jetzt auch nicht einzeln durchschnuppern, weil es bringt euch eh nichts. Wir wissen nicht, was drinnen ist, und dementsprechend könnt ihr es ja auch so nicht bestellen. Ich hatte da einen leicht seifigen Duft mit bei, es war ein süßer Duft mit bei. Ich habe das Gefühl, dass dieser lilane mit Lavendel ist. Ja, und 5 Goodies in dieser Box fand ich schon viel. Ja, und das war die Colder Days Box. Wirklich, wirklich toll. Ich habe mich vom ersten Schnuppern in diese Box verliebt. Vielen Dank, Jessie. Oh. Ich freue mich einfach. Ich freue mich so, so sehr. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die Colder Days Box, wie gesagt, habe ich schon angefangen zu verdüfteln. Werde ich auch weitermachen. Der Eisflower Adventskalender kommt ab 2. Dezember jeden zweiten Tag hinzu. Werdet ihr im Aufgebrauch vom Dezember sehen. Von der Colder Days Box werdet ihr sicherlich schon einiges, zumindest 1-2 Sachen, sicher auch im Aufgebrauch für den November schon sehen. Und ansonsten, ja, da sind ja auch Winterdüfte drin, kann sich das bis Februar ziehen. Ich werde jetzt die nicht verheizen auf Teufel komm raus, sondern ich möchte jeden Duft davon genießen. Ja, den Tee werde ich mir, glaube ich, gleich eine Tasse aufbrühen. Und die Pralinen, wie gesagt, lasse ich für Weihnachten liegen. Und ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank, liebe Jessica. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist ein unheimlich tolles und wieder mal sehr unheimlich großzügiges Geschenk. Vielen, vielen lieben Dank. Du bist ein Schatz. Danke. Ja,
Wer von euch hat denn auch die Call the Days Box und wie findet ihr die? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Gleiches gilt für den Iceflower Adventskalender, auch wenn wir alle vermutlich noch nicht wissen, welche Schätze sich hier drin verbergen. Aber Silvi macht ja auch immer so tolle Düfte, deswegen zweifle ich nicht daran, dass da richtig tolle Düfte drin sind, die da im Dezember auf uns warten. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja. Schreibt mir, wie gesagt, was Nettes in die Kommentare, da freue ich mich. Macht's gut, genießt vielleicht den ersten Weihnachtsmarktgang, denn die meisten Weihnachtsmärkte öffnen ja jetzt Ende November. Und dann hoffe ich, dass wir uns zum Aufgebrauch vom November wiedersehen. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund. Tschüssi.